Also, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zur alljährlichen Pressekonferenz zum Striezelmarkt. Was erwartet uns zur Jubiläumsauflage zum 580. Das würden wir Ihnen mal kurz vorstellen. Sicherheitshalber bin ich nochmal vorneweg auch am Altmarkt vorbeigelaufen. Die Frau Fürster im Aufbauplan ist, nachdem sie ja in der vorletzten Woche zur Mitarbeiterin der Woche gemacht worden ist, indem sie uns weiterhin noch einen sehr schönen Weihnachtsbaum beschert hat, auch wenn es kurzfristig anders ausgesehen hat. Wenn man hineingeht in den Aufbau, da kann man sagen, der läuft nach Plan. Die Schauwerkstätten mit der Stollenbäcker und Kunsthandwerker hat Gestalt angenommen und nimmt Gestalt an. Die weltweit größte erzgebirgische Stufenpyramide ist aufgebaut. Alle die Zahlenliebhaber, sie ist 14,62 Meter hoch, falls das jemand noch nicht weiß. Der Schwimmbogen ist mit seinem 6,63 Meter Höhe und 13 Meter Breite schon auf dem Markt vertreten. Und im Moment ist so der Aufbau der Kindererlebniswelt mitten im Gange. Die meisten Häuser stehen schon. Im Moment sind die Brunnenüberbauungen am Entstehen. Und soweit nimmt der Altmarkt langsam weihnachtliche Gestalt an. Und wir freuen uns, dass es nicht mehr so weit ist, bis die Adventszeit startet. Wenn wir jetzt hineinschauen, was erwartet uns beim diesjährigen Striezelmarkt, so sind es zunächst mal 233 Händler, die mit den verschiedensten Warengruppen, so wie wir das ausgeschrieben haben, die Dresdner und Gäste willkommen heißen. Alleine 60 Stände sind in den Gruppen Advents- und Weihnachtsartikel sowie Handwerk und kunsthandwerkliche Erzeugnisse auf dem Markt vertreten mit Töpferwaren, mit Blauner Spitze und natürlich den Holzerzeugnissen der erzgebirgischen Volkskunst, Weihnachtsbaumschmuck etc. Von den Händlern kommen insgesamt über 80% aus Dresden und Sachsen. Sagen wir mal, hier ist die Kompetenz des weihnachtlichen Gestaltens zu Hause und natürlich auch erwartungsgemäß entsprechend auch viele Stände, die aus der Region gestaltet werden. Wir sind ja aktiv dabei, unser Konzept, was wir auf dem Markt 2009 eingeführt haben, weiter zu gestalten, weiter fortzuschreiben. Und insoweit sind einige Gestaltungselemente aufgearbeitet worden, sodass sie wieder optisch frisch die Gäste einladen, so zum Beispiel das Hexenhaus im Märchenwald. Die Geschichtenbühne erhält neue attraktive Bühnenschranken. Zwei drehbare Bühnenverkleidungselemente werden ergänzt. Und die Brunnenfläche wird in Gestaltung einbezogen, die Brunnenfläche 2 mit dem Märchen des tapferen Schneiderlein. Insoweit sind in der Reihe auch neue Anziehungspunkte oder ich sage mal wiederbelebte Anziehungspunkte geschaffen worden. Aber das eigentliche Highlight zum Jubiläumsmarkt, was wir uns lange gewünscht haben, vorgenommen haben, ist die lebensgroße Weihnachtskrippe, die zunächst in der Idee der Neugestaltung 2009 schon eine Rolle gespielt hat. Die ersten Ideen zur Weihnachtskrippe selber gab es bereits 2011. 2012 haben wir weiter in der Arbeitsgruppe darüber diskutiert und dann 2013 in der Projektgruppe Striezelmarkt darüber informiert, dass wir dieses Projekt starten wollen und eben pünktlich zum Jubiläumsmarkt 2014 verwirklichen wollen. Dazu haben wir eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, in der ehemalige Pfarrer Holzkirche, Pfarrer Zirkler, mitgearbeitet hat. Und wir freuen uns auch, dass dann später sein Nachfolger, Pfarrer Milkau, die Gruppe mit enthüllen wird. Der Herr Uhlmann,
als Geschäftsführer des Verbands Erzgebirgischer Kunstwerke und Spielzeughersteller und wir beide aus dem eigenen Haus, Frau Förster, meine Wenigkeit, die sich dann mit den verschiedensten Ideen und Entwürfen beschäftigt haben und wir uns für einen, ich glaube, recht modernen Entwurf entschieden haben, nach Björn Köhler und der ja dann in der Werkstatt Idealens dann die lebensgroße Umsetzung gefunden hat. Und wir werden dann später, wenn wir in wenigen Minuten die Krippe feierlich weihen und auch die noch vorhandenen Verhüllungen wegnehmen, bestimmt die eine oder andere Geschichte von Ihnen beiden, so wie ich mir in Garnitz letztens sagen habe, haben Sie einen regen Austausch, einen täglichen Austausch in der heißen Phase miteinander gehabt. Es war nicht ganz so ohne das in die Tat umzusetzen, dazu von beiden Herrn Köhler und Herrn Berger dann mehr, beide sind ja da. Vielen Dank auch dafür. Die Auftragserteilung ist dann im Herbst letzten Jahres erfolgt und im Mai diesen Jahres haben wir dann bei Björn Köhler das Modell 1:10 Ihnen vorgestellt. Wenn, um ein kleines Gefühl zu bekommen, mit welcher Herausforderung da zu kämpfen war, sind jetzt hier nur einige wenige Bilder in der Präsentation mit eingearbeitet. Zunächst, um von der Idee zur tatsächlichen Umsetzung zu kommen, das Ausgangsmaterial waren 5 Meter lange 13 bzw. 15 cm starke Fichtenpfosten. Dieses Holz stammt von 40 bis 50 Jahre alten Bäumen aus dem Schwarzwald. Die gehobelten Kanthölzer von 12 cm Seitenlänge wurden aneinander geleimt. Das sehen Sie dann im linken Bild dargestellt. So entstanden Blöcke mit einer Kantenlänge von 80 oder 70 cm mit einem Gewicht deutlich über 300 Kilogramm. Und jetzt bestand die große Herausforderung, aus diesen Blöcken dann runde Zylinder zu formen, wie Sie dies im zweiten Bild dann dargestellt sehen. Und die nächste Schwierigkeit, diese rund 300 Kilogramm schweren Zylinder in der Drechselbank zu befestigen. Also insoweit, wer das auch mit in Garlands dabei war, hat glaube ich so ein kleines Gefühl gewonnen, welche gigantische Arbeit dahinter steckt und welche handwerklichen Herausforderungen da umzusetzen waren, damit ein bis hin zum rechten Bild die Figuren so herauskommen, wie wir sie uns wünschten. Und wir werden gleich sehen, wie gut das gelungen ist, wenn wir dann auf den Altmarkt rübergehen. Aber das war also eine kleine Impression von der Herausforderung, die zu bewältigen war. Wir werden bestimmt einiges später noch mehr hören. Kurz einige Anmerkungen zu den Infomaterialien, zu der Werbung, die von unserer Seite gemacht wird. Es sind Flyer erstellt worden in 5 Sprachen, Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch. Die Deutschen immerhin mit 50.000, aber auch die anderen mit mindestens 6.000 Sprache. Die Verteilung erfolgt auf dem Markt natürlich, aber auch darüber hinaus in den Hotels. Die Auslage an bundesweit 6 Bahnhöfen, dass sie dann entsprechend vorgebrieft und informiert nach Dresden die Reise antreten können. Auf YouTube sind wir auch mit einem Trailer vertreten. Wir werden uns später auch noch einen neu erstellten hier anschauen können. Die Internetseiten natürlich dresden.de/Stritzelmarkt informieren über das Marktgeschehen und dass wir diesem deutlich stärker Gewicht setzen, sehen Sie alleine an den Zugriffszahlen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. 2010
waren die Zugriffe nach 176.000, 2011 waren bei 201.000, 2012 schon 341.000 und im vergangenen Jahr waren es ca. 475.000, die unsere Striezelmarktseite aufgerufen haben, um sich über die Aktivitäten auf dem Markt zu informieren. Und das ist auch für uns das Ziel, was wir dieses Jahr wenigstens wieder anstreben wollen. Zusätzlich sind auch die Möglichkeit eingeräumt worden, dass wir die City Light Plakatierung nutzen können. 250 CLBs werden in Dresden gehängt, in der Zeit vom 20.11. bis zum 16.12. Öffnungszeiten, alle Jahre wieder. Wir starten am 27. November und geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bis zum 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr. Da gibt es nur drei Ausnahmen. Das eine Ausnahme ist natürlich der Öffnungstag. 16 Uhr wird durch die Oberbürgermeisterin der Markt eröffnet werden, nachdem wir zum ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche um 15 Uhr getroffen haben. Dann gibt es die zweite Ausnahme, die ist ungefähr mitten im Markt, was wir auch dieses Jahr wieder durchführen wollen, die sogenannten Sternstunden. Da ist der Markt nicht nur bis 21 Uhr geöffnet, sondern bis 23 Uhr und lädt auch zum abendlichen Verweilen auf dem Markt ein. Und natürlich last but not least, auch die Händler haben eine Familie und wollen dann gemeinschaftlich Weihnachten feiern. Und alle Dresdnerinnen und Dresdner und ihre Gäste auch. Soweit ist der Abschlusstag von 10 bis 14 Uhr der Markt nochmal für seine Gäste da. Wenn wir Weihnachten in der Gänze anschauen, so sehen wir in den letzten Jahren, dass eine wunderbare auch Weihnachtsmeile in unserer Stadt entstanden ist. Die anderen Weihnachtsmärkte von Prager Straße, eben über Altmarkt, Neumarkt, Postplatz bis hin zur Hauptstraße laden die Dresdner und Gäste herzlich ein. Und gerade auch im vergangenen Jahr haben wir wieder gesehen, dass wir den besten Dezembermonat jemals erreicht haben, auch die 400.000 Übernachtungszahlenquote geknackt haben mit 415.000 Übernachtungen. Alleine 5,1% mehr Ankünfte zum Vorjahr, nämlich 210.000. Und das Ziel ist, dass das in diesem Jahr natürlich genauso wir die Gäste so zahlreich in Dresden wieder willkommen heißen können.